Okay, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir machen weiter mit Kapitel 3. Das letzte Mal haben wir angefangen mit dem Thema externe Sensorik und das wollen wir heute beenden. Wir haben gesehen, dass es Näherungssensoren gibt, die uns meistens ein binäres Signal liefern, ob es ein Objekt im Sichtfeld von dem Sensor gibt oder nicht. Natürlich innerhalb von einem bestimmten Bereich, also Messbereich. Zum Zweiten haben wir angefangen mit Distanzsensoren, die für uns tatsächlich den Abstand zu einem Sensor messen. Wir wissen, dass es hier drei unterschiedliche Messprinzipien gibt. Auf der einen Seite passive Triangulation bzw. Stereovision, dann Distanzmessung basierend auf Flugzeit, also Time of Flight. Und was wir heute noch kennenlernen werden, ist, wie man Distanzmessung basierend auf strukturiertem Licht hier machen kann. Bevor ich hier mit dem Thema anfange, ein paar Fragen, die das letzte Mal noch aufgetaucht sind im Chat. Und zwar die erste Frage war, ob die Rohdaten von dem Accelerometer bei einer IMU integriert werden müssen für die Fusion. So habe ich zumindest die Frage verstanden. Und ich will hier nochmal betonen, dass wir bei so einem IMU einmal den Gyroskop haben, der misst für uns die Winkelgeschwindigkeit um eine Schätzung der relativen Orientierung. Und natürlich aus Geschwindigkeit kommen wir oder von der Geschwindigkeit kommen wir auf die Orientierung, indem wir integrieren. Zum Zweiten haben wir Accelerometer oder Beschleunigungssensoren, die messen für uns die Beschleunigung und aus dieser Beschleunigung können wir dann eine Schätzung für die absolute Orientierung in den jeweiligen Richtung. Ja. Das heißt, wir brauchen hier keine Integration. Und wir haben ja diesen Complementary Filter kennengelernt, der für uns die Probleme von Gyroskop und Accelerometer, also Drift bzw. diese Schwankungen bzw. in den Verläufen der Signale. Und wir haben gesehen, dass wir zum Beispiel diese kurzzeitige Schwankungen in den Signalen durch einen Hochpassfilter kompensieren können, also für die Gyroskopdaten. Und dadurch können wir natürlich diese Langzeitdrift nicht berücksichtigen, also wird ignoriert. Auf der anderen Seite ein Lowpassfilter angewandt auf die Daten von dem Beschleunigungssensor, der berücksichtigt diese Langzeitinformationen und ignoriert diese kurzfristigen oder kurzzeitiges Rauschen in den Signalen. Wenn man die zwei kombiniert, dann hat man beide Probleme. Dieses kurzzeitige Rauschen oder Jittern in den Verläufen, aber auch das Langzeitdrift von den Signalen. Dann war die Frage, ob Objekteigenschaften, also zum Beispiel die Lichtdurchsichtigkeit von Objekten, die Messungen bei Proximity-Sensoren beeinflussen. Natürlich ist das der Fall. Wenn die Objekte nichts reflektieren, dann können wir gar nichts messen. Und wie ist hier nochmal dargestellt, wir detektieren ein Objekt, wenn der Receiver von so einem Sensor tatsächlich das reflektierte Licht hier misst, wenn das Licht überhaupt nicht reflektiert wird, dann werden wir nichts wahrnehmen. Also würden ein Obstacle, ein Hindernis in dem Beispiel gar nicht sehen bzw. detektieren können. So, nun machen wir weiter und zwar Sensoren, also Laser-Rangefinders, ja, also die Abkürzung auch LIDAR-Sensoren, also Light Detection and Ranging Sensors. Und die sind natürlich sehr oft benutzt, insbesondere in der Robotik, zur Messung von Abständen zu Hindernissen. Da sieht man hier ein Beispiel von dem SICK-LMS-Sensor. Also das sind so diese blauen, die alten waren die blauen, inzwischen sind die gelben, glaube ich.
Und da gibt es hier einen Laserstrahl, was von oben kommt. Und da gibt es hier einen drehenden Spiegel. Und man sieht hier, wenn dieser Spiegel sich dreht, dann wird dieser rote Lichtstrahl reflektiert. Da sieht man hier den Sensor in dieser Darstellung. Und wenn das hier reflektiert, dann kriegen wir natürlich immer die Information die Distanzinformation zum Objekt, das heißt hier zur Wand von diesem Raum, beziehungsweise wenn wir hier ein zylindrisches Objekt haben oder zylindrisches Hindernis, dann kriegen wir natürlich diese Messungen hier. Und da kann man sich vorstellen, beispielsweise für einen mobilen Roboter, dass man damit oder mit Hilfe von solchen Sensoren eine ganz gute Information, 2D-Information zum Beispiel zur Umgebung bekommt. Verwendet man auch tatsächlich oft diese Informationen, die man hier bekommt, diese Punkte bzw. Linien, die dann diese Punkte miteinander verbinden, um die Lokalisierung von einem Roboter in einer Umgebung zu verbessern oder komplett die Lokalisierung basierend auf dieser Information zu machen oder in Kombination mit Odometrie-Information. Genau. Das Prinzip hier bei diesen Lasersensoren oder LiDAR-Sensoren findet man hier zwei, oder da hat man hier zwei Prinzipien, also Funktionsprinzipien. Auf der einen Seite sogenannte Amplitudenmodulation der Sensordaten. Und auf der anderen Seite eine Frequenzmodulation von Sensordaten. Und bei der Amplitudenmodulation ist das Prinzip ähnlich wie Ultraschallsensoren. Ja? Das heißt, man schickt einen kurzen Impuls oder ein Laserlicht, wird, wie wir gesehen haben, von dem Sensor gestrahlt mit Hilfe von Amplitudenmodulation. Wir wissen natürlich, dass hier die Geschwindigkeit vom Licht viel größer als vom Sound, also von Ultraschall, wenn man das vergleicht, die beiden Prinzipien. Und man misst die Zeit zwischen der Emission und Detektion von dem reflektierten Signal. Natürlich in dem Fall, im Gegensatz zu Sonar, benutzt man die Geschwindigkeit vom Licht. Im anderen Beispiel, und daraus können wir natürlich aus dieser Flugzeit die Distanz berechnen, Frequenzmodulation betrachtet man nicht die Amplitude, sondern oder nicht die Flugzeit von dem reflektierten Signal, sondern man betrachtet die Frequenz von dem emittierten Signal. Die wird modelliert, da sieht man hier, die Veranschaulichung von Amplituden- und Frequenzmodulation. Ich will jetzt hier nicht darauf eingehen, aber man hat so ein Trägersignal mit einer bestimmten Frequenz. Und da sieht man hier bei Amplitudenmodulation, zum Beispiel wenn die Amplitude groß ist von dem Signal, dass das Signal hier so einen Bauch hat. Wenn die Amplitude klein ist, dann sehr eng. Und in Frequenzmodulation bei einer großen Amplitude hat man eine höhere Frequenz, ganz salopp ausgedrückt, während bei einer niedrigen Amplitude hat man eine niedrigere oder kleinere Frequenz. Und bei der Frequenzmodulation wird die Distanz berechnet, nicht basierend auf der Flugzeit, sondern tatsächlich auf die Differenz zwischen Frequenzen des emittierten und des empfangenen Signals. Und die sind weniger, also mehr sensitiv als die Amplitudenmodulation, komplexer, was so den Aufbau bzw. die Verarbeitung angeht, aber weniger auch störanfällig. Und deshalb wollen wir mal ganz kurz sehen, wie sowas funktioniert. Und zwar nicht jetzt bei einer Frequenzmodulation, wo wir einzelne Impulse schicken als Signale und dann die Flugzeit messen wie vorher, sondern wir wollen dieses Frequency Modulated Continuous Waves. Das heißt, wir schicken tatsächlich ein kontinuierliches Signal, also der Sensor sendet ein kontinuierliches Signal und die Frequenz von diesem Signal wird modelliert über die Zeit.
Und wenn man die Frequenzänderung zwischen zwei über eine bestimmte Zeit t betrachtet, dann kann man davor schreiben, dass diese Frequenz ist gleich zum Beispiel f0 mal 1 minus t durch groß T plus f1 mal t durch t. Und insgesamt kann man davor das hier schreiben, wenn man das ein bisschen vereinfacht. Und wir wissen, dass das Signal, was emittiert wird vom Sender, eine gewisse Zeit braucht, um zum Sender, vom Sender zum Hindernis oder zum Objekt zu gelangen und dann zurück. Wir wissen auch, dass die Geschwindigkeit von dem Signal c ist und dass wir in dem Beispiel zweimal die Distanz zum Objekt bzw. zum Hindernis messen. Also insgesamt für die Zeit Delta t oder wir bekommen die Zeit Delta t ist gleich 2r durch c, wobei c ist natürlich bekannt. Und wenn wir Delta t haben, da können wir damit viel anfangen. Und zwar, wir betrachten jetzt zusätzlich die Frequenzen, also bei dieser Frequenzmodulation, also nicht die Flugzeit alleine wie bis jetzt, sondern wir betrachten die Frequenzen von dem Signal, was wir gesendet haben und von dem Signal, was wir empfangen haben, also fr. Und wir berechnen die Differenz dieser zwei Frequenzen, also f minus f reflektiert. Und natürlich können wir oder wir wissen, dass dieses reflektierte Signal, also die Frequenz des reflektierten Signals ist eigentlich die Frequenz von dem gesendeten Signal, aber zu einem anderen Zeitpunkt, und zwar zum Zeitpunkt t minus Delta t. Das heißt, für diese Frequenzdifferenz können wir schreiben, das ist die Frequenz zum Zeitpunkt t minus die Frequenz zum Zeitpunkt t minus Delta t. Natürlich, die Frequenz ist modelliert über die Zeit. Das heißt, wir schicken nicht die gleiche Frequenz. Deshalb ist es vielleicht auch naheliegend hier, dass man Frequenzmodulation macht oder dass man die Berechnung über den Weg hier hat. Also die Frequenz ist nicht konstant zu jedem Zeitpunkt, sondern die ist modelliert über die Zeit. Und wenn wir die Gleichung hier von f, was wir vorher hergeleitet haben, einsetzen, dann bekommen wir einmal f von t, zunächst mal die ersten zwei Termi, minus f von t minus tau, da ist immer ein f0 dabei und statt t haben wir t minus delta t. Also wenn wir alles mal ein bisschen vereinfachen, dann sehen wir, dass diese Frequenzdifferenz natürlich von den zwei Frequenzen f1 und f0 abhängt, von der Zeit, über die wir das Ganze betrachten und von der Zeit, die das Signal benötigt, eigentlich um hin und her zu gehen. Dargestellt sieht man hier in dem Diagramm, das heißt, es sind die Zeitdifferenzen von den Signalen und man sieht hier, es gibt eine gewisse Differenz der Frequenz durch die Modulation. Und wenn man das hat und setzt jetzt für Delta t, das was wir vorher berechnet haben, also zweimal die Distanz zum Objekt, also hin und zurück dividiert durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit, wenn wir das hier einsetzen, dann sehen wir, dass wir die Beziehung bekommen für Frequenzänderung in Abhängigkeit vom Abstand r. Und wenn wir dann das Ganze nach r lösen, dann sehen wir eigentlich, dass wir aus den beiden Frequenzen und die Geschwindigkeit, die wir bereits kennen, aus der Zeit t und diese Frequenzdifferenz den Abstand r berechnen können. Und die ganze Betrachtung gilt bis jetzt, wenn tatsächlich das Objekt, was das Signal reflektiert, statisch ist. Könnt ihr mich noch hören? Ich sehe hier gar nichts mehr. Ja, ich kann dich hören. Kannst du mich auch sehen? Ich sehe dich auch, ja. Oh, okay, interessant. Gut, das heißt, das gilt alles nur für statische Objekte, die solche Signale reflektieren. Wenn die Objekte sich bewegen, dann haben wir das, was wir eigentlich von dem Doppler-Effekt kennen, von Audio oder von Sound. Ja? Das heißt, wenn das Objekt sich nicht bewegt, dann können wir natürlich anhand von dieser Frequenzdifferenz auf die Distanz des Objekts oder die Distanz des Objekts berechnen. Wenn das Objekt sich bewegt, wie ich bereits gesagt habe, dann gibt es natürlich
den bekannten Doppler-Effekt aus, aus kennen wir aus, aus Straßenverkehr, also Autos, die uns entgegenkommen und huben, die hören wir anders, wenn sie sich uns nähern bzw. von uns weggehen. Und das gilt auch tatsächlich für Lasersignale oder für elektromagnetische Wellen allgemein. Ja, das heißt, wenn die Objekte sich bewegen, spricht man dort von einem Redshift, beziehungsweise, also wenn man, wenn die Objekte bewegen, also sich entfernen von einem Redshift, beziehungsweise wenn sie näher kommen, dann von einem sogenannten Blue Shift. Und das bedeutet in dem einen Fall, wir haben längere oder größere Wellenlängen, beziehungsweise kleinere Frequenzen. Im zweiten Fall bei Blue Shift haben wir kleinere Wellenlängen bzw. Höhere Frequenzen. So, wie nutzt man das aus? Das heißt, wenn wir jetzt hier diesen Doppler-Shift berücksichtigen, dann die Distanz und die relative Geschwindigkeit vom Obstacle. Also das ist jetzt Obstacle genannt, aber man kann sich vorstellen, man will den Abstand zu einem Auto messen, was sich auch vor einem sich bewegt. Ja, also zwei Autos hintereinander und es ist ein Fahrerassistenzsystem, der zum Beispiel Abstand halten soll. Und wir wissen, dass natürlich dieser Abstand auch von der Geschwindigkeit von dem vorfahrenden Auto hier abhängen kann. Und auf diese Art und Weise, also wenn wir diesen Doppler-Shift betrachten, können wir sowohl die Distanz als auch die relative Geschwindigkeit von einem bewegten Objekt machen. Genau, und hierzu verwendet man auch eine Frequenzmodulation und man passt sie natürlich, die muss ja entsprechend angepasst werden. Das heißt, wenn das Objekt statisch ist und sich nicht bewegt, dann wissen wir aus den vorigen Betrachtungen, dass die Frequenzdifferenz gleich ist für so eine steigende Flanke bzw. eine fallende Flanke oder ein Hang in dem Beispiel hier von dem Signal. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, wenn das Hindernis oder das Objekt sich nicht bewegt, dann können wir unser Delta T berechnen und die Frequenzen sind immer gleich, die wir senden und die wir empfangen, wie man sieht hier. Wenn man das Ganze hier mal, dieses Delta F, was wir vorher berechnet haben, für statische oder nicht bewegliche Objekte, dann kriegen wir so einen Verlauf und da sehen wir, dass hier dieses Delta F eigentlich zum großen Teil konstant ist. Ja, das ist nichts anderes als das, was wir vorher berechnet haben. Wenn das Objekt davor, also was unsere Wellen reflektiert, sich bewegt, dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall ein Signal, eine Verzögerung des Signals haben, ein Delta T, was das Signal braucht, um zum Objekt hin und zurück zu fahren. Und zum Zweiten haben wir natürlich hier diese Delta F aufgrund von diesem Delta Shift, ja, weil das Objekt sich bewegt. Und wenn man jetzt dieses Delta F mal berechnet, also der Betrag davon, dann sieht man eigentlich, dass das nicht konstant bleibt, sondern dass das Ganze sich variiert. Ja, also hier haben wir sehr hoch dieses Delta, der Betrag von Frequenzdifferenz, hier ein bisschen niedriger. Und man kann sich vorstellen, dass man sogar die Richtung der Bewegung auch anhand von diesen Frequenzdifferenzen messen kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Frequenzdifferenzen für die steigende bzw. für die fallende Flanke oder Hang in diesem Beispiel hier betrachten, dann können wir diesen Doppler-Shift berechnen und von diesem Doppler-Shift können wir die Geschwindigkeit von dem Objekt berechnen. Das heißt, wenn man jetzt so ein Signal über eine Szene, über eine komplette Szene mal schickt, dann hat man immer die Distanz und die sogenannte radiale Geschwindigkeitskarte von der Szene. Und das ist eine Technologie, die heutzutage bei zum Beispiel
selbstfahrenden Autos, aber auch in der Robotik im Bereich von SLAM oder Kartierung von Umgebung oder von Terrains, Scannen von Terrains beidrohen. Das Ganze kann man hier anhand von dieser schönen Visualisierung sehen. Und zwar, wie das Ganze hier funktioniert, wird gleich anhand von diesem Video erklärt. Traditional LiDAR uses discrete pulses of light, only sensitive to the time of flight. Motion is inferred with frame-to-frame point cloud processing. This can lead to noisy estimates and unnecessary latency. Blackmore LiDAR senses motion directly via the Doppler effect, which instantly delivers an independent, precise velocity measurement on every data point. Genau, also das heißt, man sieht, man hat hier nicht jetzt die einzelnen Impulse, die man bei Amplitudenmodulation schickt und die zurückkommen und dann die Zeitdifferenz misst, sondern man schickt hier diese amplitudenmodellierte Signale, ja, oder ja, und die werden reflektiert, ja, und anhand von dem hier bekommt man, wie man sieht hier von einer Szene, von oben vielleicht auf eine Stadt, bekommt man tatsächlich hier die Information über den Abstand, aber auch, wie sich die Objekte in einer Szene relativ zum Sensor bewegen. Ja, also wenn man das hier nochmal laufen lässt, dann bekommt man tatsächlich die Information von jedem Punkt in der Szene und wie die Objekte hier, also die anderen Autos beispielsweise, im Vergleich beziehungsweise relativ zu dem Beobachter hier sich bewegen. Genau. Nun machen wir weiter und zwar mit dem letzten Messprinzip hier vor Distanzmessung und zwar Tiefensensoren und zwar mit strukturiertem Licht. Ja? Und die Idee ist vom Rechenvorgang her, also wie man das berechnet, ist sehr ähnlich zu dem, was man eigentlich bei Stereovision macht. Also man macht hier aber keine Passivtriangulation, wo wir praktisch diese Projektion und die zwei Strahlen zum linken und rechten Auge haben, die gleich sind, also gleich passive Sensoren sind, sondern man hat einen Projektor auf der einen Seite, ja, und dieser Projektor projiziert irgendwas, das ist natürlich ein aktiver Sensor, das heißt, er muss Energie in die emittieren, damit wir überhaupt irgendwelche Informationen kriegen. Und die Reflexion von dem, was emittiert wird, wird von einem zweiten Sensor, also zum Beispiel hier eine Kamera erfasst. Also hier ein Projektor, der irgendwas mal strahlt und hier eine Kamera, der tatsächlich wahrnimmt, wie das, was gestrahlt, was gesendet wurde hier, wie das reflektiert wird von der Szene. Und da kann man sich vorstellen, natürlich, wenn wir hier zwei Objekte auf zwei unterschiedlichen Distanzen haben und dass wir zwei unterschiedliche Wahrnehmungen, sag ich mal, von diesem Objekt und mit Hilfe von den Triangulationen und Strahlensatz und so weiter, was wir kennen, kann man natürlich den Abstand hier zu diesem Objekt, also zu der Bildebene hier im Falle von der Kamera berechnen und somit hat man den Abstand zum Objekt. Und da gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten, wie diese Projektion erfolgt. Ja, einmal, dass man einzelne Laserstrahlen nimmt, ja, ein Projektor, der einzelne Laserstrahlen sendet und dann ein Empfänger, der schaut nach, wie weit das Ganze ist, mithilfe von diesen Triangulationsmethoden. Das Zweite, man schickt keinen einzelnen Laserimpuls oder Strahl, sondern eine Linie von Laserstrahlen. Das heißt, so Lichtschnittverfahren nennt man sie auch. Oder man projiziert ein komplettes Muster auf eine Szene, also strukturiertes Licht, um diese Abstandsinformation zu bekommen. Und die drei unterschiedlichen Varianten wollen wir hier kurz angucken. Das erste hier ist Lasertriangulation. Da sieht man hier zunächst mal einen Projektor oder eine Quelle eigentlich, die so einen Strahl
sendet. Und da sieht man hier ein Objekt, also und dieser Strahl reflektiert gegen das Objekt. Natürlich, je weiter man ist, also das ist, das ist angedeutet hier die Distanz. Man sieht hier von 0 bis 200 Millimeter. Und man sieht hier, dass dieser Dreieck hier, was wir für unsere Triangulation brauchen, natürlich sich ändert in Abhängigkeit vom Abstand des Hindernisses zum Sender. Hier haben wir, wie gesagt, irgendeinen aktiven Sensor, der für uns wahrnimmt, wie wurde dieser Strahl hier reflektiert. Und letztendlich dieses, wie wurde dieser Strahl reflektiert, inkodiert bzw. beinhaltet die Informationen über den Abstand. Das heißt, wenn wir uns mal hier jetzt angucken und wir hätten hier eine CCD-Kamera oder CCD-Element, dann würden wir hier an diesem CCD-Element ablesen können, wie weit das Objekt vom Sensor ist. So, das ist eigentlich das Prinzip, nochmal hier dargestellt mit den üblichen Parametern, die wir kennen aus Stereo Vision. Ja, also wie gesagt, spielt keine Rolle, ob jetzt diese Strahlen gesendet werden oder ob man sie sich virtuell vorstellen soll, wie bei der passiven Triangulation. Also hier haben wir einen Emitter, einen Sender, der Projektor, der irgendein Signal schickt. In dem Fall hier ein Laser, das sind die Objekte und wir sehen hier, es wird irgendwas reflektiert von diesem Sensor hier, von der Kamera wahrgenommen. Und anhand von diesen trigonometrischen Beziehungen wissen wir, dass zum Beispiel Tangens vom Winkel Alpha ist nichts anderes als der Abstand hier zwischen den beiden Sensoren. Das muss natürlich muss bekannt sein, wie Kamera und Projektor zueinander stehen. Und wenn wir das hier haben und das ist unser B und der Abstand zum Objekt ist D, also das heißt B durch D und wir suchen D. D ist also nichts anderes als B durch Tangens Alpha. Und diese Tangens Alpha ist ja bekannt und B ist auch bekannt und daraus kann man also D berechnen. So, hier sieht man zwei Beispiele. Das ist so ein Aufbau, was wir bei uns hatten. Da sieht man hier die Kamera und da sieht man hier den Laser, der hier auf die Szene mal praktisch die Strahlen emittiert. War hier ein runder Tisch, also wo man ein drehender Tisch, wo die Objekte sich hier bewegt haben. Und basierend auf dieser Information bekommt man die Distanzinformation, also eigentlich eine 3D-Punktwolke, wie man sieht hier von der kompletten Szene. Da sieht man hier auch ein weiteres Beispiel, wo es um sehr genaue, also da sieht man hier dieser Strahl, so einen Linienstrahl, der über die ganze Szene gefegt wird bzw. gestrahlt wird. Oder hier ein Roboter, der so ein Holzstück vermisst und da werden wir gleich das Ergebnis sehen. Auch solche ganz kleinen Beschaffenheiten der Oberfläche, die man sieht hier bei diesem Holzstück, kann man auf diese Art und Weise detektieren. Also eigentlich, das ist nichts anderes als Scannen hier mit Laserstreifen, ja? Also die über die Szene gefegt werden und dann, wo man auf diese einfache Art und Weise die Distanz bekommt. Und wie gesagt, kann man vielleicht hier sehen, in dem Beispiel die Anordnung, wie praktisch hier diese Quelle, der Laserstrahl bzw. die Kamera zueinander stehen, also wie weit sie voneinander sind und in welchem Winkel sie zueinander stehen. Das muss natürlich immer bekannt sein, weil wir haben gesehen, das sind die zwei Parameter, die wir brauchen, um diese Distanz zu berechnen. So, nun kann man es auch weitergehen. Das sind so die Prinzipien von heutigen Tiefenkameras, die vielleicht die meisten von euch kennen. Wir projizieren nicht nur einen Laserstrahl oder eine Linie, sondern Laserlinien, sondern also 2D-Linien von Lasern, sondern wir projizieren ein komplettes Muster auf die Szene. Ja?
Also man sieht hier, man muss sich so vorstellen, das ist so ein Sensor, wie diese Tiefenkamera, die man hier sieht. Ich kann mich eigentlich nicht sehen, deshalb weiß ich nicht, ob ihr mich sehen könnt oder nicht. Ich versuche es mal. Show Video Panel. Ah, das ist so eine Kamera hier. Ich merke, es ist dunkel bei mir. So, jetzt, das ist so eine Kamera und diese Kamera, die wir gleich auch in Aktion sehen werden, die hat so auf der einen Seite eine Infrarotkamera, die kann mit anderen weiteren RGB-Kameras ausgestattet sein. Aber das Grundprinzip ist, wir haben eine Infrarotkamera, einen Projektor, der projiziert ein Muster. Und wir wissen von diesem Muster, ein Infrarotprojektor, der projiziert dieses rote Muster hier. Und wir haben hier eine Kamera, die nimmt das reflektierte Muster auf. Ja? Und das kennen wir, das sind die ganzen Prinzipien der Bildverarbeitung. Wir wissen, dass das hier unser Disparity ist von der Tiefenkamera in dem Beispiel. Und was man hier hat, man hat ein Referenzpattern, also ein Referenzmuster. Man weiß eigentlich bei diesem Referenzmuster der Abstand, also wie das Muster sein soll, auf einer bestimmten Tiefe, bei einer bestimmten Tiefe beziehungsweise bei einem bestimmten Abstand. Wenn natürlich wir etwas auf einer anderen Entfernung messen wollen, also eine neue Tiefe oder Abstand hier, dann wird von dieser Kamera nicht das gleiche Muster hier erfasst, sondern es wird ein sogenanntes deformiertes Muster erfasst. Und anhand von dieser Deformation, also anhand von dem Unterschied, kann man auf diese Distanzinformation, in dem Fall natürlich der Abstand zwischen diesem Referenzmuster und dem neuen Muster schließen. So, bevor ich hier das in Aktion zeige, gehen wir mal kurz jetzt durch und schauen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es hier jetzt, um diese Distanzmessung zu realisieren. Und die erste Möglichkeit ist eigentlich, was für ein Muster projiziert man auf die Szene. Ja, also natürlich muss man etwas projizieren mit irgendwelchen Merkmalen, die man gut identifizieren kann. Also damit man jetzt nicht noch schwierigere, noch weitere Probleme eigentlich sich einhandelt. Aber wenn man identifizierbare Merkmale in dem Muster, was man projiziert hat, dann ist natürlich das Korrespondenzproblem oder reduziert sich dann das Korrespondenzproblem auf die Frage, welche Pixel in dem Kamerabild zu welchem Pixel in dem Projektorbild allgemein betrachtet, also wenn wir jetzt ein 2D-Muster projizieren, gehören. Und um das zu machen, projiziert man kodierte Muster. Ja, also Muster, die welchen Code enthalten, ja, damit man diese Zuordnung einfacher machen kann. Also damit das Zuordnungsproblem einfacher wird. Und da gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal, dass man sagt, man produziert irgendwelche Muster unterschiedlicher Farben. Das bedeutet eigentlich bei Licht unterschiedliche Wellenlängen. Und wenn wir jetzt hier so ein Muster auf eine Szene produzieren, dann können wir natürlich die Tiefeninformation von der Deformation von diesen Mustern berechnen. Sieht man hier ein Objekt und da wird hier sowas projiziert, also diese zwei Muster hier, die werden reflektiert von der Kamera so wahrgenommen und man kann sich vorstellen, anhand von der Art und Weise oder wie groß diese Muster deformiert sind, kann man die Information über Abstand hier des Objekts bekommen. Die zweite Variante ist, dass man nicht nur solche einzelnen Wellenlängen, unterschiedliche Wellenlängen oder Musterfarben, also farbige Muster produziert, sondern man produziert wirklich ein Code, zum Beispiel, wie man sieht hier,
ein binäres Code, ja, das heißt, in jedem Streifen hat man hier beispielsweise, wenn man jetzt 7 solche unterschiedlichen Muster auf diesem Objekt projiziert, da sieht man am Anfang, sieht man das ganze Objekt, dann die Hälfte, dann ein Viertel und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt wissen will eigentlich, etwas, was ist das Codewort für dieses Pixel hier, da muss man nur gucken oder nur erfassen, was sich verändert hat bei der Projektion. Also war das hier in der linken Hälfte oder in der rechten, und wenn es in der linken Hälfte war, ist es dann in der mittleren, im mittleren Viertel oder im linken Viertel und so weiter. Also sprich eigentlich, wir kriegen dieses Codewort für dieses Pixel hier als 1, 0, wie man sieht, dann wieder 1 und so weiter und so fort. Und wir wissen anhand von dem, von diesem Codewort, was für ein, also wo, was für ein, wo wir eigentlich sind, beziehungsweise was ist das korrespondierende Strahl, den wir hier geschickt haben. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Das ist der Vorteil. Der Nachteil, wenn man jetzt so Objekte scannen will in Echtzeit, ja, also wenn auch sogar andere Objekte in einer Szene sich bewegen, dann ist das ja weniger geeignet, weil man muss ja diese Muster, wie man hier sieht, hintereinander projizieren. Also eher für statische Umgebungen bzw. für statische Szenen. So, man kann solche räumlichen Muster projizieren, ja, also auch wiederum eindeutig identifizierbare Merkmale müssen in dem Muster sein. Und da sieht man hier Infrarot-Muster, die von einer Infrarotkamera dann detektiert bzw. erfasst werden. Und da kann man anhand von der Deformation, da sieht man hier ja die, an dieser Stelle hoffe ich, dass man das ganz gut oder einigermaßen gut sehen kann. Das heißt, anhand von dieser Deformation, von diesem projizierten Muster, kann man natürlich auch die Distanzinformation bekommen. Wie ich bereits gesagt habe, das sind solche Tiefenkameras, also so wie das hier, zum Beispiel der Intel RealSense hier. Und die haben ja viel mehr als nur ein Projektor und eine Kamera, die die Projektion, also Infrarotkamera, die die Projektion von einem Infrarotmuster wahrnehmen. Da sieht man hier zum Beispiel der Infrarotprojektor innerhalb von dieser Kamera. Da sieht man hier eine normale RGB-Kamera. Und natürlich brauchen wir eine Infrarotkamera, um das reflektierte Muster wahrzunehmen. Und da verwendet man solche Projektionsmuster. Also das ist jetzt nicht irgendein beliebiges Bild, sondern tatsächlich ein Projektionsmuster hier. Das ist diese zusätzliche Kamera, wie es hier auf der Folie zu sehen ist. Und der Vorteil von diesen Systemen, also jetzt Kinect allgemein, aber auch so ein RealSense, ist, dass sie sehr, sehr billig sind. Also ein paar 100 Euro oder ähnliches. Man hat natürlich auch nicht die Probleme, die wir aus Stereo Vision kennen, dass wir die Schwierigkeiten bei Korrespondenzproblemen auf homogenen Überflächen haben. Haben wir bei Stereo Vision, wissen wir, dass es problematisch ist. Der Nachteil, man kann damit nicht beliebige Distanzen, jetzt wie 5 Meter oder 6 Meter, wie man mit einem Stereokamerasystem machen kann, sondern so eher bis zu 2 Meter. Braucht man geeignete, gute Belichtungsverhältnisse, das werden wir gleich auch in einer Live-Demo sehen. Und die sind meistens natürlich für Indoor-Umgebungen, also so für Outdoor, autonomes Fahren oder auf einer Drohne ist das vielleicht nicht das Beste, was man machen kann. Auch im Indoor-Bereich hat man das Problem, da das aktive Systeme sind, also die etwas imitieren. Wenn man 2 Kameras verwendet und die vielleicht sehr ungünstig mal positioniert, beziehungsweise sehr ungünstige
Konstellationen der Szene hat, dann können natürlich diese zwei Kameras sich gegenseitig stören, beziehungsweise man kriegt von der einen Kamera etwas mit, was nicht so sein soll. Das ist natürlich ein Problem. Ein paar hier technische Details zum Kinect. Man sieht hier 0,8 bis 3,5 Meter, die Auflösung, 30 Hertz Frequenz, die Distanzinformation, die Genauigkeit, die man bekommt, ist etwa 1 Zentimeter, also nicht so gut wie zum Beispiel Laserschnittverfahren, wo wir gesehen haben, dass wir tatsächlich diese Oberflächen Strukturen bzw. Fehler auf dem Holzstück detektieren könnten. Und die radiale Auflösung oder die räumliche Auflösung, die liegt so ungefähr bei 3 mm auf einer Distanz von 2 Meter. So, das sind ein paar Beispiele, was man so mit tiefen Kamera, also sieht man hier eine Person, die bewegt sich hier am Tisch, das werden wir auch gleich sehen und da kriegt man diese komplette Information jetzt hier nur in Schwarz-Weiß, wie man sieht. So, das ist tatsächlich eine Real-Demo vom letzten Jahr und das würde ich gerne jetzt auch live hier zeigen mit diesem RealSense-Sensor. Nur für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Deshalb stoppe ich mal kurz hier das Sharen von der Präsentation und muss ich mal kurz was anderes starten. So. Genau. Und jetzt, wenn ich mal das Ganze hier einschalte, dann sieht man im Vergleich, mein Büro hat sich nicht so stark verändert. Ich habe immer noch den gleichen Rechner und das gleiche Telefon und die liegen irgendwie beieinander. Nur meine To-Do-Liste hat sich verändert. Aber da sieht man eigentlich, was wir sehen hier in dem Bild, ist natürlich das RGB-Bild, also das normale Bild von der normalen RGB-Kamera, die in diesem Sensor integriert ist. Hier sehen wir die Tiefeninformation, also die Farbgebung, die sagt uns, wie entfernt oder wie weit die einzelnen Objekte voneinander sind. Dann hier, ich weiß nicht, ob man das ist das Infrarotbild mit dem Projektionsmuster, also dieses Muster, was man hier sieht, wenn ich das auf dem Tisch hier lege, man kann das natürlich nicht sehen, wenn ich so die Kamera mal bewege, aber wenn ich hier gegen den Tisch, das ist mein Tisch hier, dann kann man, glaube ich, ganz gut dieses Projektionsmuster sehen. Wenn ich das Licht hier ausschalte, dann wird man das noch besser sehen. Ja. Ja, ich glaube, da sieht man das ganz, ganz deutlich hier, dieses Projektionsmuster. Aber man sieht, wenn ich nah an den Objekten rangehe, dass ich die Distanzinformation, die ich kriege, nicht so hervorragend ist. Ja. Also da weiß man nicht hier, dass eine Tastatur ist, ja, beziehungsweise aus Bildverarbeitungssicht wird es sehr schwierig sein, hier eine Tastatur zu detektieren. Wenn ich aber ein bisschen weitergehe, beziehungsweise für Objekte, die so ungefähr ein halbes Meter weit weg entfernt sind, dann sieht man, dass man auch diese transparente Flasche hier ganz gut sehen kann. Genau, das ist nur ein kurzes Demo. Ich hoffe, das konnte man auch gut sehen. Dann gehe ich mal wieder zurück in meine Präsentation. So, genau. Und das hat tatsächlich geklappt. Ich darf jetzt das Licht einschalten. Man sieht hier, dass die Bildverarbeitung ist natürlich keine
keine einfache Sache mit Licht und Ähnliches. Und das ist, womit man sich rumschlägt, wenn man natürlich solche Methoden hier auf einem Roboter, der in unterschiedlichen Umgebungen oder bei einem Auto oder ein anderes technisches System hier realisieren will. Genau, wenn man das jetzt hier vergleicht, was wir vorher gesehen haben, also mit den Laser, LiDAR und strukturiertes Licht hier, dann kann man sehen, dass wir natürlich hier einen größeren Messbereich haben im Vergleich hier zu strukturiertem Licht oder zu den Tiefenkameras, was wir gesehen haben. Die Nachteile auch bei dem strukturierten Licht sind wir viel genauer. Das sollte hier auch auf der Folie stehen, aber das haben wir, glaube ich, gesagt. Aber deshalb sind die Kosten natürlich größer, aber man benötigt auch viel Zeit, um diese Modelle bzw. diese Informationen zu bekommen. Man hat dort auch ein konstantes Fehlermodell, bei den Laser, bei den LiDAR, ja. Und während wir hier natürlich sehr, sehr dichte oder beziehungsweise dense Informationen bekommen bei strukturiertem Licht, also was Resolution, was Auflösung angeht. Und natürlich können wir sowohl horizontal als auch vertikal Umgebungen wahrnehmen, farbig bzw. monochrom. Und die Nachteile ist natürlich, dass das Ganze die Qualität sehr stark von der Textur, die man in der Szene hat, abhängt und dass man hier keinen linearen Fehlermodell hat im Vergleich zu den LiDAR-Sensoren. Und die sind rechenaufwendig auch im Vergleich zu LiDAR-Sensoren. Das sind hier ein paar Beispiele. Das ist, was man zum Beispiel von einem autonom fahrenden Autos hier von einem LiDAR-Sensor, also so ein Laserscanner bekommt oder Lasersensor bekommt. Und das ist hier strukturiertes Licht. Man sieht hier die Projektion auf diesem Objekt und dann die 3D-Punktwolke, die man hier bekommt. Und da gibt es hier professionelle Systeme. Das ist nicht nur jetzt hier für die Robotik, sondern Systeme, mit denen man beispielsweise sehr hochgenaue Messungen bzw. 3D-Punktwolken hier erzeugen kann. Also zum Beispiel hier das Minolta-System, weil wir das benutzt haben, um genaue Objektmodelle von der KIT Object Database hier zu erstellen. Das Prinzip, darauf will ich nicht eingehen, sondern wir haben das mehr oder weniger oder wir haben das kennengelernt. Das ist noch ein Beispiel, wie das hier funktioniert. Und da sieht man, was man hier damit erreichen kann. Ja, also solche Modelle kann man auf diese Art und Weise so genau erstellen. Beziehungsweise, wie ich bereits erwähnt habe, wir haben das System benutzt, um alle Objekte in der KIT Object Database zu modellieren. Man muss sich vorstellen, dieser Scanner, der guckt jetzt auf die Szene hier und das ist jetzt eine Kombination von mehreren Techniken, also die 3D-Information von dem Scanner, der hier aufhängt. Und das ist hier die berühmte Sprühflasche für alle Leute, die sich mit Greifen beschäftigen. Natürlich auch gibt es hier ein Stereokamerasystem. Das ist jetzt, damit diese umfassende Information für Objekterkennung bzw. zum Greifen von Objekten hier tatsächlich aufgezeichnet werden konnte. Alle diese ganzen Modalitäten sind hier integriert in diesem Objektmodellierungscenter, so dass man diese sehr genauen Modelle, also geometrische Modelle bekommt und dann mit Hilfe von den Stereokameras hier, die entlang dieser Schiene hier um das Objekt rumfahren, bekommt man die Texturinformationen, die man mit den Modellen kombinieren kann, um auch Texturinformationen zu bekommen, die man zum Beispiel für bildbasiertes Objekt erkennen benötigt. Genau, inzwischen, das war ein Riesenaufbau, wie man sieht hier.
oder wie man gesehen hat in dem Video. Ja, das war dieser komplette Aufbau hier mit den Kameras, mit dem Sensor hier und mit dem rotierenden Tisch. Ist auch kein billiger Aufbau. Inzwischen gibt es viele hier von diesen Systemen. Das ist so ein System, was man in die Hand nehmen kann und tatsächlich 3D-Objektmodelle erzeugen von Objekten, die so ungefähr ein halbes Meter bis zu einem Meter weit weg entfernt sind. Das Gerät wiegt ungefähr ein Kilo, ja, und hat sogar auch eine integrierte RGB-Kamera und Licht, also eine Beleuchtung, ja, integriert, sodass man Modelle auch von Objekten bis letztendlich 3D-Punktwolken oder Distanzinformationen generiert, beziehungsweise liefert er das. Und da sehen wir hier ein Beispiel. Nochmal hier so ein Drehteller und das ist so ein Objekt, das ist ein großes Objekt hier in dem Fall. Und da sieht man, was man von dem Sensor hier bekommt und wie auch die integrierte Beleuchtung, wie ich bereits erwähnt habe. Und innerhalb von Minuten bekommt man solche tatsächlich. Also man geht tatsächlich mit der Hand, kann man auch mit dem Scanner um das Objekt drum herum gehen. Hier war der rotierende Tisch, wie wir gesehen haben. Und innerhalb von ein paar Minuten bekommt man solche Modelle. Genau. So viel dazu. Nun verlassen wir mal hier dieses Thema und ich hoffe, das hat euch so einen groben Überblick über die Tiefensensoren hier gegeben, die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Messung von Distanz bzw. Tiefeninformationen, sagt man auch dazu. Es gibt natürlich visuelle Sensoren, die wir alle kennen, also das sind Kameras, mit denen man auch über Stereo Vision beispielsweise auch Distanzinformationen bekommt. Und da will ich jetzt hier darauf tatsächlich nicht eingehen, dass wir jetzt die unterschiedlichen CMOS-Kameras und CCD-Kameras und wie eine Fotodiode funktioniert. Ich glaube, das ist vielen, die hier in diese Vorlesung gekommen sind, bekannt. Also, dass man Stereokamerasysteme hier, sogar doppelte Stereokamerasysteme bei dem AMA3, ja, um dieses foveale Sehen des Menschen zu realisieren. Also zwei Stereokamerasysteme, die sowohl die foveale als auch die Fovea, als auch die perspektivische Sicht hier nachbilden, also mit schmalwinkligen und weitwinkligen Kameras in jedem Auge. Und die werden überall eingesetzt, wie wir wissen, speziell in der Robotik, autonomes Fahren, aber auch insbesondere in der humanoiden Robotik. Und viele der Aufgaben, die man dort hat, Objekterkennung, Klassifikation, Detektion, also Posen, Schätzung von Objekten, Hindernisvermeidung und ähnliches, Erkennen von Aktivitäten von Menschen, also vieles davon sind Anwendungen, die man hier mit Stereo Vision oder mit visuellen Sensoren in der Robotik behandelt. Speziell digitale Kameras, das ist auch wahrscheinlich für die meisten von euch bekannt, wodurch sich solche Kameras unterscheiden, natürlich die Bildqualität und die Modalität, also die Farbmodalitäten oder Farbmodi, die man dort hat, die Auflösung von so einer Kamera, auch die Farbauflösung, das heißt eigentlich, wie viele Bit für die Darstellung von Farbinformationen hier zur Verfügung stehen. Und natürlich auch die Framerate, ja, also wie viele Bilder pro Sekunde die jeweiligen Kamera realisieren. Und man kann noch hinzufügen, natürlich der Preis, ja, also ob man Kameras im niedrigen, mittleren oder höheren Preissegment hier hat, da hat man ja Kameras von ein paar Euro bis zigtausende von Euro, je nachdem, wie gesagt, was die Charakteristiken sind. Was für uns natürlich sehr wichtig ist, sind die Schnittstellen auch von diesen Kameras. Die Begrifflichkeiten sind vielleicht vielen von euch bekannt.
vielleicht kennen einige von euch noch Firewire-Schnittstellen, beziehungsweise Kamera Link und ähnliches oder Gigabit Ethernet. Da sieht man hier eigentlich, was ganz wichtig ist, wie groß ist der Datendurchsatz, den man über die jeweilige Schnittstelle hier bekommt. Und da sieht man hier, dass man mit dem USB 3 hier bis zu 5000 Megabit pro Sekunde bekommt, ja, also hat im Vergleich zu den anderen, also hier mit 1000 zum Beispiel Gigabit Ethernet oder bis vor ein paar Jahren FireWire war natürlich auch so der Standard, also so 10 Jahre oder ähnliches mit 400 Megabit pro Sekunde. Aber das sind Details, die vielleicht an der Stelle nur so das als allgemein wissen, wenn man sich mit Kameras beschäftigt, dann sollte man wissen, okay, ich nehme eine Kamera mit USB 3, ja, dann kann ich nicht Falsches machen. Das sind ein paar Systeme, die in der Robotik tatsächlich eingesetzt werden. Also das ist ein integrierter Kopf von dem Atlas-Roboter, also wurde bei dem Atlas-Roboter verwendet, entwickelt an der CMU mit 2 Kameras und Beleuchtung, wie man sieht hier. Das ist der Karlsruher Kopf von dem humanoiden Roboter AMA 3, beziehungsweise gibt es auch als Standalone-System, wie ich bereits gesagt habe, mit 2 Point-Grey-Kameras hier pro Auge. Das ist die FLIR 3 auch von Point Grey, eine USB 3 Kamera, die bei dem AMA 6 eingesetzt werden, aber auch ein Stereo-Kamerasystem von Roboception, ja, aus Deutschland hier, was auch in dem AMA 6 eingesetzt wird. Mehr will ich hier zu dem Thema visuelle Sensoren nicht erzählen. Ich glaube, das würde den Rahmen hier der Vorlesung bei weitem sprengen. So, nun kommt als nächstes in diesem Kapitel und zuletzt Positionssensoren. Und da kann sich der eine oder andere fragen, wir haben ja so viele Positionssensoren kennengelernt. Klar, wir haben ja interne Positionssensoren, mit denen wir Gelenkwinkel vom Roboter und ähnliches messen können. Wir haben auch Sensoren, die für uns Abstand messen und Abstand, wenn wir das absolut in einem Weltkoordinatensystem haben, dann haben wir auch die Position von einem Roboter im Raum beispielsweise. Aber es geht tatsächlich um die absolute Position, zum Beispiel in der Umgebung. Wo steht jetzt das Auto XY oder die Drohne oder das Flugzeug und so weiter und so fort. Und natürlich hierzu gibt es eine ganze Menge. Das ist gerade natürlich für die Navigation von autonomen Systemen, sei es jetzt Autos oder Flugsysteme, aber auch Flugzeuge oder im Transportbereich oder im Schiff sehr wichtig, dass man navigieren kann und beziehungsweise, dass man die eigene Position in dieser Welt kennt. Ja. Und hierzu benötigt man so aktive Beacons. Ja. Das heißt, da werden Signale von bekannten Positionen, ja, also die Position von diesem Turm ist bekannt und da werden aktive Strahlen da geschickt, die dann natürlich von irgendwelchen Empfängern wahrgenommen werden müssen, damit man weiß, wie weit ist man von diesem Referenzpunkt und letztendlich die absolute Position bestimmen kann. Das ist auch natürlich sehr wichtig für zum Beispiel in mobilen Netzwerken, wo man auch die eigene Position vom Handy und ähnliches mal auch bestimmen will. Ist ein großes Thema, hat mit unserer Forschung jetzt hier speziell in der humanoiden Robotik wenig zu tun, aber wie ich bereits gesagt habe, vor Navigation von Autos oder Leute, die sich mit Flugrobotik sich beschäftigen, ist auch ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Und da gibt es hier, wie wir wissen, unterschiedliche satellitenbasierte Systeme zur Navigation, also sogenannte GPS, also Global Navigation Satellite Systems oder GNSS.
Und wir wissen, dass es hier unterschiedliche Systeme aus unterschiedlichen Ländern oder Regionen dieser Welt kommen, also GPS aus den USA, Galileo aus Europa und dann aus Russland und Baidu aus China. Genau, und der Punkt also, was man hier macht, damit man die Position von der eigene Position bestimmt, dass diese Satelliten, dass man Satelliten hat und diese Satelliten irgendwelche Informationen verschicken und diese Informationen, wie wir das jetzt gesehen haben, Distanzmessung. Es geht letztendlich um Distanzmessung und was man hier hat, die Satelliten sind eigentlich die Emitter, ja, also die müssen ja so Signale schicken und zwar diese Signale beinhalten die Information über die eigene Position und irgendein Zeitpunkt, wo die Messung stattgefunden hat, weil man kann sich vorstellen, dass die Zeit natürlich vor ein Signal von einem Satellit zur Erde eine gewisse Zeit natürlich braucht. Und da gibt es viele von solchen Satelliten. Also das letzte, was ich gefunden habe, ging bis in Wikipedia bis 2014 über 200 Satelliten, die für globale Navigation verwendet werden. In der Zwischenzeit sind sie viel mehr als das, da bin ich mir sicher. Und wir wissen, das passiert euch wahrscheinlich mit eurem Handy, dass ihr die eigene Position nicht bestimmen könnt. Und hier, was man wissen muss, ist, dass man für die Bestimmung der eigenen Position oder für die Schätzung der eigenen Position mindestens 4 Satelliten braucht. 3 würden eigentlich reichen, aber da dieses Timing-Information, also die Bestimmung der Zeit, wann die Signale verschickt wurden und ähnliches, mit 3 Satelliten nicht gut genug funktioniert, wird die Information von einem 4. Satellit hierzu herangezogen. Die Leute, die mehr und genauer als die Mathematik dazu auch lernen wollen oder verstehen wollen, die sollen in die Vorlesung von Professor Uwe Hannebeck gehen, Lokalisierung mobiler Agenten, wo er euch die ganze systemtheoretische Betrachtungen und die ganzen Methoden, die man tatsächlich hier benutzt, um diese Lokalisierung machen zu können. Und wir wissen hier, dass natürlich wir eine Sicht zu diesen Satelliten brauchen. Wenn wir zum Beispiel in Gebäude sind und ähnliches, dann kriegen wir kein GPS-Signal, wie man so immer sagt, und können wir keine genaue Lokalisierung auf der Karte machen. So, es gibt hier auch unterschiedliche Methoden, also wie man tatsächlich diese Positionsbestimmung machen kann. Und man kann sich vorstellen, da muss natürlich irgendwelche Code-Informationen geschickt werden, da muss die Position irgendwie kodiert werden, muss interpretiert werden und ähnliches. Und das ist ein Riesenthema, was ich jetzt hier in der Vorlesung auf das ich in der Vorlesung nicht eingehen werde, sondern ich wollte nur, dass ihr hier schon mal gehört habt, dass es hier, dass die Positionsbestimmung, die absolute Positionsbestimmung, die satellitenbasierte hier existiert und dass man hier auch ähnlich zur Positionsschätzung unterschiedliche Möglichkeiten hat. Natürlich braucht man nicht nur Satelliten, die irgendwas verschicken, sondern man braucht irgendwelche Receiver, also GPS-Receiver, die jeder von euch in seinem Handy oder im Auto haben. Und die sind sehr klein, sogar kleiner findet man sie als das, was man hier hat. Und man sieht hier die Abmessungen, das ist so ein Beispiel hier. Die Genauigkeit, die man hat hier für die Lokalisierung, liegt bei 1,5 Meter und Update-Rate 10 Frequenz. Und die kosten ungefähr 30 Euro, wie hier auf der Folie steht. Und ähnliche Probleme hat man natürlich auch hier. Also das ist jetzt hier für die Fehler, die bei der Variante Positionsbestimmung mit Pseudodistanz oder Pseudo-Range nennt man das, hat, dass man natürlich hier
Brechung von den Signalen, die von Satelliten hier geschickt werden, durch die unterschiedlichen Schichten der Atmosphäre hat. Natürlich mehrfache Reflexionen von den Signalen, die man natürlich bekommt, wenn man in solchen Umgebungen hat. Das sind Probleme, mit denen man auch hier umgehen kann. Die lösen sich ja nicht von alleine und die sind, glaube ich, naheliegend. So, genau, also woher stammen solche Fehler bei GPS? Da sieht man hier, und wie groß diese Fehler im Durchschnitt sind, ist hier auf der Folie dargestellt, also zum Beispiel Satellitenposition, also wie die Satellitenkonstellation gerade ist, ist eine Quelle für Fehler. So hier Standardabweichung für diesen Fehler liegt bei ungefähr 3 Meter, dann die Brechung durch die unterschiedlichen Schichten der Atmosphäre könnte auch zu einem Fehler mit einer Standardabweichung von 5 Meter hier führen und so weiter und so fort. So, und wie bereits erwähnt, diese Genauigkeit hier, die hängt sehr stark ab von der Umgebung, also wo man sich befindet, ob Bäume da vorhanden sind oder ob man sehr gute Sicht hat zum Himmel. Genau, das sind natürlich große Fehler, die vielleicht für autonome Navigation und so nicht geeignet sind und man will immer mehr haben. Ja, das heißt, wie kann man diese Fehler reduzieren, diese Positionsschätzungen reduzieren? Und da gibt es hier, was man Differential GPS nennt, also viel kleinere Fehler, abgesehen von der Situation, wo man mehrfache Reflexion hat der Signale. Das kann man leider nicht mit besserer Technik lösen. Und die Idee dahinter ist, dass man einen zweiten Receiver hat. Also Differential bedeutet ja, es gibt irgendwelche zwei. Ja, also man hat einen zweiten Receiver mit einer bekannten Position in einem Bereich von etwa 10 Kilometer und dann hat man natürlich hier, kann man erwarten, beziehungsweise dass dieser Receiver den gleichen Fehler beziehungsweise ähnliche Fehler hat im Hinblick beziehungsweise bezogen auf einen Referenzsatellit. Und aus diesem Vergleich der beiden Fehler, ja, kann man tatsächlich so einen Korrekturterm oder einen Korrekturwert bestimmen, um eine genauere Positionierung oder Positionsschätzung von dem ersten Receiver zu bekommen. Und damit kann man eine effektive Genauigkeit von ungefähr ein paar Zentimeter erreichen. Genau, mehr will ich zu dem Thema hier nicht erzählen, sondern ich will eher das Kapitel hier abschließen und zwar mit der Übersicht. Also wir haben ja die Näherungssensoren, die Abstandssensoren oder Tiefensensoren kennengelernt. Wir wissen also sehr intensiv eigentlich kennengelernt, insbesondere die Messprinzipien. Und wir wissen, dass es natürlich visuelle Sensoren, also Kameras gibt, die uns im weiteren Verlauf der Vorlesung nicht jetzt als solche, als Sensoren begegnen, sondern wir sind sehr angewiesen auf diese visuelle Bildinformation, um Situationen zu interpretieren und die weiteren Themen der Vorlesung zu behandeln. Und dann Positionssensoren, also GPS-Sensoren, mit denen man absolute Positionen im Raum oder im Weltkoordinatensystem, aber im echten Weltkoordinatensystem zu bestimmen. Und wie ich das letzte Mal erwähnt habe, taktile Sensoren sind Sensoren, die uns sowohl Informationen über die Umgebung liefern, aber auch über den Zustand des Roboters. Die werden wir im nächsten Kapitel der Vorlesung hier separat und ausführlich betrachten. So, für heute dann bin ich fertig mit dem Vortrag oder mit der Vorlesung. Ich